Der Wintertourismus an sich wird vom Klimawandel direkt betroffen. Das bedeutet, wir sehen hier kürzere Wintersaisonen, wir sehen hier instabilere Wintersaisonen. Letztes Jahr hatten wir diesen massiven Wärmeeinbruch, der ein Problem dargestellt hat. Und wir sehen natürlich eine Verlagerung nach oben. Insgesamt würde ich denken, dass nicht nur der Tourismus, sondern wirklich alle Wirtschaftsunternehmen versuchen müssen, nachhaltiger zu werden. Ich glaube aber tatsächlich, dass es einen Mindshift geben muss, dahingehend, dass wir verstehen, dass es nicht nur um diese Nachhaltigkeitskonzepte geht, sondern tatsächlich um einen breiteren politischen Druck für stärkeren Klimaschutz. Und dieser Klimaschutz, das wäre tatsächlich ein Wirtschaftsinteresse, weil der Wintertourismus kann nur dann weitermachen, wenn wir ein stabiles Klima vorfinden. Das heißt, hier ist tatsächlich wichtig, dass überall von allen Seiten was getan wird. Mir ist es wirklich wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, dass wir nicht übereinander, sondern tatsächlich miteinander reden, weil Fatalismus würde uns nur lähmen. Und dieser Abend soll daher auch diese großen Fragen angehen, die weit über die Alpen hinausgehen. Dürren, Hitzewellen, Extremwetterereignisse und Biodiversitätsverlust. Mittlerweile sind wir schon bei fast 1,5 Grad über vorindustriell. Was wir da erleben, hat nichts mehr mit Schwankungen am Gleichgewicht zu tun, sondern es ist ein Wandel. Das ist eine totale Verschiebung des energetischen Grundzustandes. Der Schnee wird weniger und es wird grüner. Die Vegetation wird produktiver während der Vegetationsperiode. Das hat eine Menge von Problemen. Also ein weiß gefärbtes Schneehuhn oder ein weiß gefärbtes Schneehase schaut relativ blöd aus, wenn er sich vor einem Greifvogel auf einem braunen Untergrund verstecken will. Ja, das funktioniert schlecht. Auch für die Wanderer und die Bergsteigerinnen sind diese Instabilitäten des Gebirges durch Felsstürze direkte Gefahren und Bedrohungen. Brauchen wir denn jetzt schon, Valentina Ausserlaut-Scheider, Anpassungsmaßnahmen mit Blick auf den Tourismus im Sommer und im Winter? Es wird den Wintertourismus und das Skifahren auch in naher Zukunft noch geben. Es wird sich natürlich mit voranschreitendem Klimawandel die Möglichkeit, wann, wo und wie stark verändern. Und wir sehen diese Tendenzen schon jetzt. Wie kommt das denn bei den Leuten dort an? Also wie reagiert der Tourismus drauf? Sollte der nicht sofort verstehen, dass ich einfach grundlegend etwas ändern muss in der Art und Weise, wie wir mit dem Klimawandel umgehen? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe für meine Forschung, die sind keine Klimaleugner. Denen ist der Klimawandel durchaus bewusst. Aber man muss sich natürlich vor Augen halten, dass diese Wirtschaftsstrukturen über Generationen hinweg gewachsen sind. Also denken Sie an den Begriff Skination Österreich. Man muss sehr, sehr schnell die Emissionen auf Null bringen. Und dann gibt es sehr schöne Studien, die sagen, wo sind die schnellsten Hebel und die effizientesten. Das schnellste und effizienteste ist, wenn man die großen Finanzströme umlenkt. Langfristig ist die Bildung. Ja, die Menschen irgendwo dorthin führen, dass sie begreifen, dass wir Maß halten müssen. Es geht ja nicht um Verbote und Verzicht und was weiß ich. Wir müssen einfach begreifen, wo ist unser Maß? Und nicht Tag und Nacht einfach weit über die Maße hinaus leben. Wie kriege ich diese radikalen systemischen Überlegungen in unsere kleinen Entscheidungen, die wir auch treffen müssen und sollen? Ich denke, es hängt sehr viel mit dem Gefühl der persönlichen Betroffenheit durch ein Problem zusammen. Und das ist halt beim Klimawandel bei vielen Leuten noch nicht so ausgeprägt. Für mich ist immer ein schönes Bild, eine schöne Metapher eines solchen Ökosystems, ein super komplexes, riesiges Kartenhaus, aus dem Sie viele einzelne Karten vielleicht rausziehen können, ohne dass irgendwas passiert. Aber wenn Sie dann eine, die falsche, erwischen, dann bricht ein großer Teil des Kartenhauses auf einmal zusammen. Was ich persönlich mitnehme, ist die ganz klare Erkenntnis, dass solche globale Probleme nur interdisziplinär gelöst werden können. Umwelt im Gespräch ist ein Diskussionsformat, um Ausblicke in die Zukunft zu geben. Wie können wir Lösungen vorantreiben für eine bessere Zukunft? Das Entscheidende beim Thema Schnee war gestern ist nicht der Rückblick, sondern nach vorne zu schauen, was muss man in Regionen, wo zum Beispiel intensiv auf Tourismus gesetzt wird, verändern,
um auch in 10, 20 Jahren noch Wohlstand sichern zu können.